Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein schönes Unboxing für euch. Und zwar konnte ich eins der Weco Überraschungspakete für das Jahr 2021 ergattern. Es handelt sich hier um das 50er Paket und ich würde sagen, wir zögern gar nicht lange und fangen einfach direkt mal mit dem Unboxing an. So, Paket liegt. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich bin echt gespannt, was in diesem Jahr drin ist. Eigentlich waren die Weco Überraschungspakete ja immer recht gut gepackt. Wollen wir uns von dem Ganzen mal überzeugen, wie es in diesem Jahr ist. Und zwar, oh, da sehe ich schon die Weco Premium Raketen. Und zwar 5 Stück. Snake Rakete, Eagle, Tiger Rakete und die Snake Rakete nochmal. Ja, sind quasi die Premium Raketen aus dem Hause Weco. Kosten so um die 1 Euro das Stück, würde ich mal schätzen. Und allgemein mit den Preisen werde ich das so machen, dass am Ende des Videos nochmal eine kleine Gesamtübersicht kommt. Und dann seht ihr da aufgelistet, was die Produkte theoretisch einzeln gekostet hätten. Und dann sehen wir auch, ob wir ja, gut gespart haben in diesem Fall. Gut gespart, geht es direkt weiter. Viel Glück. Das ist das Premium-Raketensortiment, beziehungsweise das sind die Gold-Raketen, die man sonst bei Aldi kaufen konnte. 6 Raketen haben, meine ich, um die 8,99 Euro gekostet oder haben 8,99 Euro gekostet. Ist auf jeden Fall ein schönes Raketensortiment. Freue ich mich, dass es mit dabei ist. Ich würde sagen, was haben wir denn als nächstes? Wenn wir schon mal bei den Raketen sind, machen wir direkt mal mit den Raketen weiter. Hier ist das Magic Rockets. Sind mehrere kleine Raketen und zwar 10 an der Zahl. Ich denke mal, dass wir jetzt so um die 5 Euro gekostet haben. Ja, ich sag mal, zum Warmzünden oder so werden die Raketen sicherlich ganz nett sein. Dann, was haben wir denn als nächstes? Fangen wir mal mit was Kleinem an. Und zwar haben wir hier das Pyro-buntes Jugendsortiment Heroes, beziehungsweise das Pyro-Heroes, 225 Einzelteile. Ja, natürlich recht viele durch die Knallerbsen und so, die da mit dabei sind. Aber auch hier zum Warmzünden, beziehungsweise zum Vorzünden in der heißen Phase, kann man, denke ich, mit F1 nichts falsch machen. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt das Spider. Das ist ein siebenfach sortiertes, zehnteiliges Fontänen-Sortiment von Weco. Sieht größtenteils so aus wie die Fontänen, die man bei Lidl erhält. Es war ein anderes Set, aber hier die Höllenzauber zum Beispiel, die kleinen Vulkane oder die vierfach Prachtfontäne sind altbekannte Fontänen, sag ich mal, die man so von Lidl kennt. Ja, dann machen wir direkt mal weiter. Und da haben wir Böller, und zwar die Nitro-Böller. Ein bunt gemischtes Set aus China-Böller A, Mini-Knallern, Riesen-China-Böller D, China-Böller B, China-Knaller und Super-Böller 1. Ich denke, auch hier hat man seinen Spaß mit. Und dann kommen wir langsam mal zu den Batterien bzw. Fontänen. Aber vorher nochmal ja, was Kleines, vielleicht für die Silvester-Party. Und zwar eine Tischfontäne, darf natürlich auch nicht fehlen auf der perfekten Silvesterparty. Und dann machen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Die Kaleidoskop. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte das auch die Ying oder die Yang sein. Steht in der Beschreibung, Crackling Fontänenbatterie. Also ich würde schätzungsweise einfach sagen, das ist Yang. So, dann wäre das ein Produkt für 3,99 €, was ihr sonst bei Lidl kennt. Ist dies Jahr wohl leider nicht mehr im Sortiment, von daher bin ich froh, dass es jetzt mit im Überraschungspaket mit drin war. Dann geht es weiter. Auch ein bekanntes Produkt aus dem Discounter. Und zwar die Banshee, müsste das sein. 222 Schuss, Heulerbatterie. Ich meine, hat 4,44 Euro gekostet. Also auch hier wieder ein schönes Produkt mit dabei. So, was haben wir hier? Crackling-Batterie, 25 Schuss Butter. Sagt mir letztendlich nichts, beziehungsweise weiß ich nicht, wie teuer das Produkt ist. Aber zum Warmzünden, so eine kleine Crackling-Batterie, immer schön. So, dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Batterie. Und zwar der Enigma, 15 Schuss Blinkstar-Batterie. Habe ich ehrlich gesagt keinen Effekt, beziehungsweise kein Video zu im Kopf. Sagt mir nichts, aber da werde ich den Preis bestimmt so rausfinden. Machen wir mal hiermit weiter. Und zwar Vampire, 72 Schuss Power Effekt Batterie. Ich meine, die gab es auch umgelabelt bei Aldi, Happy Sky oder so, oder war es Lidl? Lidl war es, glaube ich, genau, Happy Sky bei Lidl, müsste es sein, um die 7 Euro. Ich glaube, es sind sogar kleine Bouquets mit dabei gewesen, Power Effekt Batterie. Ja,
auch echt schöne kleine Batterie. Ja, die gute alte Guardian. Die letzten Jahre auch immer mit drin gehabt. Auch dieses Jahr ist sie mit dabei. War für 8,99 Euro, sonst bei Aldi erhältlich. Helios steht auch drauf, spricht ja immer für Aldi. 64 Schuss bei einem kleinen Kaliber von 14 mm. Ich sag mal, wenn man davon mehrere hat, mehrfach geschossen, sieht die gut aus. Ansonsten, ja, was will man groß bei 14 mm erwarten? Aber auch hier schöne Batterie zum Warmzünden auf jeden Fall. Weiter geht's. Und zwar Crown King. Ja, der Karton wird zwar ein bisschen mitgenommen, aber das soll kein großes Problem sein. Es handelt sich hierbei um eine Fontänenbatterie mit einer Brenndauer von ca. 60 Sekunden, 4 Meter Effekthöhe. Kenne ich ganz ehrlich gesagt nicht, das Produkt. Bin ich gespannt. Und weiter geht's. Zwei Produkte haben wir noch drin. Etwas größere Batterien. Wir machen einfach mal hiermit weiter. Und zwar mit der Nightlife. 72 Schuss, 30 Sekunden Brenndauer, 35 Meter Effekthöhe, 15 mm Kaliber und eine Effektladung von bis zu 385 Gramm. Fühlt sich auf jeden Fall ordentlich schwer an im Vergleich zu den Produkten, die wir davor drin hatten. Bin ich auf jeden Fall auf die Zündung gespannt. So, und jetzt zu dem kleinen Highlight bzw. zu dem größten, was hier mit drin war. Und zwar zur Flying Circus. Auch bekannt als Snakebite. 30 Schuss gefächert. Effekt aus Heulern und schönen Bouquet am Himmel. Bis zu 500 Gramm, kostet meine ich sogar um die 20 Euro. 25 mm Kaliber, 50 Meter Effekte. Mit der Flying Circus hat man auf jeden Fall eine vernünftige Batterie, die man auch ganz entspannt und 0 Uhr zünden kann und weiß, dass es definitiv ein Hingucker ist. Ich zeige euch jetzt mal die Gesamtübersicht und gebe noch mal ein kurzes Fazit dazu ab und ihr seht noch mal die Preise der Produkte im Hintergrund durchlaufen. Allgemein finde ich das Weco Überraschungspaket in diesem Jahr wieder sehr gut sortiert. Und zwar haben wir schöne Raketen dabei gehabt, einige gute Batterien wie unter anderem die Flying Circus, aber auch schöne Produkte zum Warmzünden wie die kleineren Raketen oder auch F1 Feuerwerk, Böller-Sortimente oder Fontänen. Im Hintergrund seht ihr ja gerade die Preise durchlaufen und ich denke, wir sind uns einig. In diesem Jahr haben wir von dem Weco Überraschungspaket erneut profitiert und ich freue mich bereits jetzt auf das Überraschungspaket im nächsten Jahr. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich bin auf eure Meinung gespannt. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.